Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute bei mir auf dem Tisch ein Shamrock Media Mediabook, Die Macht der Shaolin mit Jet Li. Ich kenne zwar schon einige Jet Li-Filme, aber der ist irgendwie bisher unter meinem Radar durchgeflogen. Scheint auch eine Shaw Brothers Produktion zu sein. Mit einem hübschen Artwork von Ralf Krause, so wie es aussieht. Dann machen wir das gute Ding aus. Auf. Scheint ein Vollglanz, Vollglossy Mediabook zu sein, wie man sieht. Es ist wieder mal ein billig produziertes Mediabook. Man sieht es an der Stärke hier. Am Schwabbeligen so an der Stärke. Es ist wieder ein ganz billig produziertes Mediabook. Und sowas haut man halt für 30 Euro raus. Und ja, und wir Sammler, wir sind auch noch so dumm und schmeißen es den Labels einfach in Rachen. Ja, ein bisschen Rage muss sein. Vor allem, ja. Es wird halt alles, also die Zeit muss ich mir jetzt nehmen, es wird halt alles nur noch gerepackt in billigen Mediabooks für 30, 35 Euro und die Leute kaufen sich. Klar, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Cape Light, die wirklich auch für 20 Euro hochqualitativ gute Mediabooks rausbringen. Oder Pirole Four, wo wirklich auch so Schwabbeldinger sind, die verlangen dann 20 Euro, aber 30 Euro für so ein Mediabook, ich weiß nicht. Klar, eine Zeichnung, obwohl sei es auch, dass eine Zeichnung im Endeffekt günstiger ist, wie ein Original-Kinoplakat zu lizenzieren. Und ja, ich weiß, klar, die wollen auch ihr Geschäft machen, aber das, no way, no way. So als Anfang eine kleine Kritik. Ein bisschen Rage muss auch mal sein. Hier haben wir das Cover. Ein sehr schön gezeichnetes Motiv. Hier sehen wir den guten Jet Li mit einer Lanze in der Hand. Sie guckt ein bisschen verdutzt. Er guckt sehr interessiert, was Jet Li hier macht. Im Hintergrund eine chinesische Werbetafel. Hier haben wir noch ein paar chinesische Schriftzeichen. Hier unten ein fliegender Shaolin, der gerade mit einem Stecken oder einer Lanze mit jemandem kämpft, der eine Lanze hat. Ja. Hier unten steht auch Jet Li in einer Produktion der Shaw Brothers. Ah, bin mal gespannt. Ich mag ja Eastern. Hier haben wir oben noch ein Szenemotiv vom Frontcover. Der Filmtitel. Und hinten noch der Lizenzgeber, so wie es aussieht. Celestial Pictures. Und das DVD und das Blu-ray-Logo. Der Rückseite. Vom Design her reißen die sich auch kein Bein aus. Plot, ein Scene-Shot, sind auch nochmal drei Scene-Shots, wo hier auch, also sowas finde ich ja geil, wenn sie so raus aus den Scene-Shots so raus editieren. Das hat was. Meine Limitierungsnummer 193 ist, glaube ich, auf 333 Stück limitiert, viel ich weiß. Hier auch die Credits, Spezifikationen. Ja, lass uns das gute Ding mal aufmachen. Man merkt es auch hier, ist es reingeklebt. Man hat halt hier oben dann immer einen Pöppel. Hier haben wir die Blu-ray. Und hier hinten noch in rund ein Scene-Shot mit Jet Li. Lass uns mal durchblättern. Hier erstmal Kinoplakate. Yep.
Booklet mal wieder von Mike Blankenburg. Schrift ist klein gehalten, ist aber gut lesbar, wie ich finde. Booklet-Seiten sind auch sehr hochwertig. Oh, das ist ein geiles Motiv. Das ist ein geiles Motiv. Und auf der ganzen Seite gedruckt. Geil, ohne Rahmen, ohne nix. Geil. Auch noch Kinoplakate. Ja, den Mittelteil noch eine Szene. Scene Shot. Ein lachender Jet Li. Hoffentlich ist das nicht die, hoffentlich ist das nicht die Qualität auf Blu-ray. So mit Farbfiltern. Bilder sind zum Teil auch sehr schwammig. Wirkt ein bisschen überstrahlt. Natural Arts auf Schaulehne. So, das war's. Auch nochmal. Ist auch ziemlich pixelig so. Kann man sehen. Aber es kommt halt immer darauf an, ob man das Plakatmotiv noch irgendwo in einer guten Qualität auftreten kann oder nicht. Die Macht der Schaulehne. Die DVD. Ja, muss man auch sagen. Das sind zwei richtig geil bedruckte Discs. Und hier im Hintergrund nochmal im runden Ausschnitt noch der gute Jet Li. Ich weiß nicht, ist es eine Erstveröffentlichung oder ist es ein Repack? Keine Ahnung. Auf jeden Fall 30 Euro. Die schwabbeligen Dinger geht mal gar nicht. Andere Labels kriegen es auch hin. Aber sonst vom Design her, ja, das Booklet. Nicht sehr aufwendig designt, dafür ein paar richtig geile Kinoplakate mit drin. Besser designte. Motiv natürlich geil, Ralf Krause. Man sieht's, ich bin großer Ralf Krause-Fan. Ja, wer schreibt in die Kommentare, regt ihr euch auch so auf bei der geringen Mediabook-Qualität von manchen Labels, die dann auch den Vollpreis verlangen. Oder sagt ihr, ist euch egal, Hauptsache geiles Cover. Oder Hauptsache den Film in den Mediabook. Jo, dann wünsche ich euch einen guten restlichen Tag. Heidi ho und ciao ciao.